werde dir meine Augen leihen. Was? Bei Telos, wo kommst du denn her? Wie bist du von dieser Seite aus hergekommen? Es gibt buchstäblich keine Brücke. Das ist eine lange Geschichte. Mir wurde gesagt, dass es in der Nähe ein Dorf gibt. Castrum 7 liegt genau auf der anderen Seite der Hängebrücke. Das ist so ziemlich die einzige Brücke, die nach dem Wächterzorn noch steht. Zorn des Wächters? Ja. Aus irgendeinem Grund begann der ganze Boden zu beben und alle Brücken in der Gegend stürzten ein. Eine Menge Leute sitzen fest. Ich bin auf der Suche nach den Rittern von Bastengar. Weißt du etwas über sie? Ich weiß nicht, ob ich dir dabei helfen kann. Du wirst dich im Dorf umhören müssen. Aber wo auch immer du hingehst, sei vorsichtig. Wenn sich der Sand bewegt, mach dich bereit zu rennen. Ich werde dir meine Augen leihen. Das ist Wüste. Ich war vorher nicht hier. Ich erinnere mich an diesen Ort. Er war voller Leben. Es gab Flüsse und Wälder, Vögel und Tiere. Ein Paradies, soweit das Auge reicht. Was ist passiert? Rauben uns das Momentum. Pass auf die blauen Flügel auf. Erspüre die Welt um dich herum. Unter dieser Felsformation. Dieser Ort wird uns als Orientierungspunkt dienen. Von hier aus können wir in die Einöde aufbrechen. Sicht von hier oben nutzen, um unsere Umgebung zu kartieren. Gauntlet. Woher hast du ihn? Du kennst ihn? Ich hatte nicht erwartet, dieses Ding jemals wiederzusehen. Ich war dabei, als die vorherige Trägerin ihn hatte. Ich habe sogar versucht, ihr zu helfen, ihn zu verstehen. Wir haben
Fehler gemacht. Und ich könnte nicht damit leben, wenn du diese Fehler wiederholen würdest. Willst du meinen Rat hören, wie du die Kräfte dieses Artefakts meistern kannst? Ja, bitte erzähl mir von dem Artefakt. Vieles daran ist für mich ein Geheimnis. Gut, dann lass uns anfangen. Weißt du schon etwas über das Parieren? Erzähl mir mehr über das Parieren. Das Geheimnis des Parierens liegt darin, deine Gegner genau zu beobachten. Bei manchen Phantomen leuchten die Augen rot auf, bevor sie angreifen. Bereite dich dann auf das Parieren vor. Wenn die Essenz in einem Phantom rot leuchtet, bedeutet das, dass du parieren kannst. Aber hüte dich vor dem blauen Licht. Jedes Phantom hat ein bestimmtes Angriffsmuster. Präge es dir ein. Dann kannst du besser parieren. Warum gehst du nicht los und übst deine Fertigkeiten an den Phantomen, denen du begegnest? Westlich von uns, direkt außerhalb dieses Lagers, gibt es Phantome, die leicht abzuwehren sind. Aber du kannst deine Fähigkeiten natürlich an jedem Phantom verbessern. Ich kann dir später mehr dazu sagen. Warum parierst du jetzt nicht mindestens bei 3 Phantomen? Ich werde jetzt gehen. Viel Glück. Dieses Totem kommt mir bekannt vor. Ich kann seine Energie spüren. Ein weiteres Bauwerk gefunden, das im Boden versunken ist. Dies ist das dritte, das ich in Kaladrias gefunden habe. Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, dieses ganz spezielle Exemplar zu untersuchen. Ohne Erfolg. Und dann habe ich... Nun ja, ich habe drauf eingeschlagen. Mit meinem Hammer. Aus Forschungszwecken. Und es hat was gebracht! Alle Steine in der Umgebung haben plötzlich auf genau derselben Frequenz vibriert. Sinne gehören dir. Das hier ist ein Zauber. Ich spüre, dass wir beobachtet werden. Thank you.
große Vertonung in kleinere. Zerschmettere die Gegner endgültig. Du beeindruckst mich immer wieder. Du scheinst tatsächlich Talent zu haben. Deine Augen sind jetzt geöffnet. Konntest du die Angriffe der Phantome erfolgreich abwehren? Das konnte ich. Was kann ich noch von dir lernen? Du weißt bereits, wie du deine Rüstung verbessern kannst. Gut so. Das kannst du jederzeit tun. Aber du kannst auch stärkere Rüstungen kaufen. Ich habe gehört, dass der Händler im Castrum eine Rüstung zum Verkauf hat. Dann lass uns über etwas anderes reden. Sieh dir diesen Gegenstand an. Er wird Essenzstein genannt. Du wirst auf deinen Reisen viele davon finden. Jeder von ihnen dient einem bestimmten Zweck im Kampf. Sie sind ein entscheidender Faktor dafür, wie du bestimmte Kämpfe angehst. Ich glaube, ich habe den Umgang mit den Essenzsteinen schon gemeistert. Du solltest also versuchen, die Essenzsteine zu nutzen. Hier ist einer von ihnen. Sammle Momentum, indem du gegen Phantome kämpfst. Jedes der Biester, das du findest, ist dafür geeignet. Weiter westlich von hier hält sich eine Gruppe von Phantomen auf, die sich dafür eignen würde. Stell dich ihnen und spüre, wie das Momentum wächst. Er
spüre die Welt um dich herum. Spüre die Welt um dich herum. Das sieht aus wie die Überreste einer alten Brücke. Vielleicht können wir sie wieder hochheben. Aber meine Kraft reicht nicht so weit. Wir sollten uns umhören. Vielleicht können uns die Leute helfen. Ich bin neugierig. Natürlich bist du das. Bist du nicht auch neugierig? Hier muss es noch mehr Seiten geben. Sehen wir uns um. Gauntlet hört das Echo eines Ambosses. Diese Ruinen sind ein Andenken an die Vergangenheit. Zeugnisse aus Stein. Das Werk der Königin vor vielen Jahren. Sie ließ nichts zurück. Essenzsteine. Sie sind gewaltige Werkzeuge. Wir verwenden sie nur für den Kampf. Aber in besseren Zeiten könnten sie auch andere Anwendungen finden. Pass auf! Wir können noch nicht über diesen Abgrund springen. Aber dieser Ort, ein Stück ist dort und auch...
Erinnerungen. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist. Wir haben ein Stück des Gauntlets, aber wir brauchen auch die Splitter. Ich kann dich zu ihnen führen. Und dann sollten wir sie zu einem Amboss bringen. Lass mich dir zeigen, was ich sehe. Hey du! Bist du hier, um das Mauerwerk zu bewundern? Das Bauwerk hier ist nicht mehr tragfähig. Ganz und gar nicht. Oh je, oh je, oh je. Das ist natürlich ein guter Versuch. Ja, mit begrenzten Mitteln und Zeit vielleicht. Vielleicht.